Leute, willkommen zu diesem Video. Beim Erstellen eines Formulars zur Dateneingabe ist mir aufgefallen, dass man auf die Schnelle gar nicht sehen kann, wo man denn jetzt mit der Dateneingabe beginnen soll. Wenn man genau hinsieht, kann man sehen, dass der Cursor in dem Datumsfeld sitzt. Da blinkt es. Aber wenn man jetzt mit der Eingabemaske nicht so vertraut ist, fängt man womöglich irgendwo anders an. Und dann kommt es zu der Fehlermeldung. Deswegen kam ich auf die Idee, man müsste das aktuelle Eingabefeld einfärben. Dafür zeige ich als erstes mal, wie man sich eine schöne Farbe aussuchen kann. Man markiert ein Textfeld, geht dann unter der Eigenschaft Hintergrundfarbe auf die drei Punkte und dann auf weitere Farben. Hier kann man sich eine Farbe aussuchen. Ich denke, grün wäre da ganz angebracht. Und dann geht man weiter auf Benutzer definiert. Hier kann man sich im Übrigen auch eine Farbe aussuchen. Aber was ich hier zeigen möchte, sind die RGB-Werte. Rot, Grün, Blau. Die kann man sich hier abschreiben und dann hat man die entsprechenden Werte für die gewünschte Farbe. Das werden wir dann gleich im Basic Editor dann eingeben. Da das Ganze natürlich automatisch passieren soll, müssen wir für die entsprechenden Felder ein Ereignis programmieren. Das wäre dann bei Fokus Erhalt. Gehe ich rechts auf die drei Punkte und wähle den Code-Generator aus. Und schreibe dann erstmal, welches Textfeld betroffen ist. Das sehe ich ja, Rechnungsdatum. Dann welche Eigenschaft? Das ist Backcolor gleich RGB, Klammer auf. Da gebe ich dann meine Farbwerte ein. Wenn es dann zum nächsten Textfeld geht, soll die grüne Farbe natürlich wieder verschwinden. Dazu gehe ich zu dem Ereignis bei Fokusverlust und schreibe dort eine zweite, kurze Funktion oder Anweisung rein. Da ändere ich die Farbwerte dann wieder auf weiß, was dann 3 mal 255 ist. Ich öffne das Formular erneut und habe dann gleich das erste Eingabefeld grün markiert. Da kann ich dann ein Datum eintragen,
Gehen mit Enter zum nächsten, was dann hier das Kontenfeld ist. Und für das Feld mache ich einfach genau dasselbe wie für das Datumsfeld. Also das Feld markieren. Ereignis bei Fokuserhalt. Schreibe ich dann wieder meine kleine Anweisung rein. Ich habe das mal eben für alle betroffenen Felder ausgeführt. Öffne das Formular erneut. Teste das nochmal. Es ist ja so, dass ich gar nicht alle Felder ausfüllen muss, weil sobald ich einen Konten wähle, wird ja Adresse und Ort automatisch eingetragen. Dann sehe ich halt, dass es hier drüben bei Produkt weitergeht. Das hier ist das letzte Feld. Und wenn ich hier Enter drücke, springt er in die nächste Zeile, dass ich gleich den nächsten Datensatz dann schreibe. Noch einmal gezeigt, wo denn überhaupt die Reihenfolge festgelegt wird. Ich wähle das betreffende Feld aus und schaue dann unter dem Reiter Andere in Reihenfolge. Da kann ich einstellen, ob das überhaupt in der Reihenfolge drin ist, also ob da überhaupt Eingaben gemacht werden sollen. Kann ich hier Ja oder Nein auswählen. Und unter Aktivierungsreihenfolge kann ich dann die Felder anordnen, so wie die Eingaben erfolgen sollen. Das heißt also, wenn ich ein Feld ausfülle, gehe ich ja mit der Tabulator-Taste oder Enter zum nächsten Feld. Und das kann man natürlich festlegen, welches das sein soll. Und wenn ich im letzten Feld angekommen bin und dann Enter drücke, werden die restlichen Felder gar nicht angesprungen, weil da ja eh keine Eingaben zu tätigen sind. Okay, das war's für dieses Video. Danke fürs Zusehen und bis die Tage.